Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, euer B-Checker. Diesmal bin ich zu Besuch in der Eishalle hier in Kagran. Ich bin bei den Vienna Warriors, dem ersten Sledgehockey-Team in Wien. Und ich, wenn ihr nicht wisst, was Sledgehockey ist, dann aufgepasst, ich wusste es vorher auch nicht. Wir haben zweimal in der Woche Training, Dienstag und Freitag, jeweils 50 Minuten. Wir spielen seit heuer gemeinsam mit der Kärntner Mannschaft, den Spielern aus Kärntner, als Vienna Warriors in der tschechischen Sledgehockey-Liga mit. Erstes Spiel haben wir letztes Wochenende gehabt, am Samstag haben wir 7-3 gewonnen gegen Ceska Budějovice. Gratulation. Danke. Danke. Und wenn man glaubt, dass sie sich, weil es Behinderte sind, dass das eine ruhige Partie ist, der hat sich getäuscht. Ich brauche keine Angst haben, dass das irgendwie brutal ist oder man schwer verletzt ist. Also ich spiele jetzt 3,5 Jahre und habe eigentlich noch nie irgendwas Gröberes gehabt. Okay. Also die Regeln sind gleich wie im stehenden Eishockey. Auch von was man darf, was man nicht darf. Außer wie gesagt, dass wir halt im Schlitten sitzen, 2 Stöcke haben zum Andachen eben und auch zum Spülen. Und 3x15 Minuten netto gespielt haben statt 3x20 Minuten. Aber sonst gibt es eigentlich keine Unterschiede vom Stehen. Eishockey. Wie ist es mit den Schlitten? Wo kriegt man die an? Ja, es gibt mehrere Besuchsquellen. Es gibt von Otterbock-Schlitten, von einer kanadischen Firma, so wie dieser. Und den Menschen, ja. So. Man kriegt es, ja. Das ist so nicht so ganz einfach. Kommt wahrscheinlich auch aus Amerika, oder? Wie ist das Sport? Nein, kommen oder aus Schweden. Okay. Die haben da im Rahmen, glaube ich, vom Reha ist das mal probiert worden. Und hat sich von dort aus verbreitet, aber mittlerweile ist natürlich in Nordamerika, also Kanada und in den USA, sehr stark vertreten. Ne? Ihr habt gesehen, eure Stöcke, das sind richtige Mordwerkzeuge. Na. Mit diesen Haken hinten. Wie gesagt, ja. Die sind eben auf dem unteren Ende die sogenannten Spikes befestigt. Okay. Mit dem man quasi sich im Eis vorwärts, also abstoßt. Ach. Muss scharf sein, ja. Die sind eh schon ziemlich stumpf jetzt. Die sind gleich wieder mal geschliffen. Aber man sieht, es ist auch ganz gut, diese Spitzen, also damit man da niemanden verletzen kann. Ich habe gesehen, die Spieler, ist echt ein bunter Haufen. Da gibt es Menschen, die im Rolli sitzen, andere können gehen, andere sind also amputiert. Wir haben relativ viele Amputierte, aber auch, wie gesagt, Rollstuhlfahrer mit Querschnittlähmung, also meistens mit relativ niedriger Querschnittlähmung. Mhm. Damit natürlich die Rumpfstabilität ein bisschen da ist oder, ja, also wie gesagt, ganz verschiedene Arten von Behinderungen, die da spielen können und auch bei uns spielen, ja. Wenn sich wer dafür interessieren sollte, erstens, wem würdest du es empfehlen zu spielen oder was glaubst du, wer war gut und zweitens, wo wende ich mich hin? Also erstens einmal, jeder sollte es probieren. Also jeder. Behinderter Mensch? Jeder Mensch mit Behinderung. Wir können auch gesunde vorbeikommen und uns das mal anschauen, ausprobieren. Haben wir immer mit den Capitals am Tag der offenen Tür für die Zuschauer zum Ausprobieren. Aber wie gesagt, Behinderung, ja, wie gesagt, Amputierte tun sich ein bisschen leichter, weil sie halt einfach auch im Rumpf die Stabilität mehr haben. Aber es sind auch überall also Leute mit Querschnittbehinderung. Also Tetraplegiker tut sich sehr schwer, wenn er einfach auch die Finger, die Stöcke halten muss und Trizeps und ein bisschen die Stabilität braucht. Aber Paraplegiker, glaube ich, ist das. Genau, kennen wir alle. Die unten. Ja. Also der die Hände uneingeschränkt bewegen kann. Also der, ja, der kommt schon zurecht. Also, einfach sollte keiner sagen, nein, das ist nichts für mich, da passt meine Behinderung nicht, sondern einfach vorbeikommen und ausprobieren. Wo vorbeikommen? Bei uns beim Training, beziehungsweise natürlich ist geschickt, wenn man vorher sich entweder beim Florian oder bei mir meldet. Also die
Kontaktadressen sind auf unserer Homepage auch, www.sledgehockey-vienna.at. Wir sind auf Facebook vertreten unter Vienna Warriors. Also, ja, ich glaube, es gibt genügend Kontaktmöglichkeiten, oder wo man die Kontakte rausfindet, wenn man ein bisschen kurz ins Internet reingeht und schaut. Und dann, wie gesagt, anrufen und dann machen wir sie aus, damit wir einfach auch die ganze Ausrüstung schon vorbereiten können und mitnehmen und vielleicht gleich im Vorab schaut, dass man was Passendes findet und das mitnimmt, dann kann man es ausprobieren. Ne? Ich sage euch, eine Eishalle ist wirklich ein kalter Ort, wenn man selber nicht sportelt. Darum bin ich jetzt froh, wieder in der Garderobe zu sein. Die Warriors machen sich gerade wieder schick. Und ich kann nur empfehlen, wirklich, schaut euch so ein Spiel an. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Und nicht nur kalt, sondern wirklich cool. Und ja, ich werde euch die Spieltermine in die Beschreibung stellen. Und auf der Facebook-Seite werdet ihr sie auch finden. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal, hier B-Checker, und schaut auf Facebook vorbei. Und wir sehen uns ja demnächst wieder. Bis dahin, euer B-Checker. Baba.